Hi Leute, das ist Sano hier. Ich muss euch das hier zeigen. Wir sind wieder auf dem PTS. Das hier ist jetzt gleich der Grund, woran ihr super auch erkennt, dass Massive zwar eine gewisse Idee hatte, was die Buffs der bestimmten Waffenkategorien angeht. Und dass das alles so, keine Ahnung, ne, so Pi mal Daumen drüber geguckt und da mal ein bisschen mehr, da mal ein bisschen hin und her, ohne großartig ins Detail zu gehen und sich die einzelnen Waffen anzugucken. Vielleicht bei den Exos haben sie da ein bisschen geguckt, aber ansonsten absolut geistesgestört. Pass auf, ich hatte vor letztes Jahr immer mal, das ist richtig lang her, hatte ich mal ein Video gemacht, so zu meinen Lieblingswaffen. Das könnte ich eigentlich schon mal weiterfinden. Das waren nur eine Handvoll tatsächlich, die ich da in einem Video gepackt habe. Eines davon war das beste Sturmgewehr, das eigentlich gar keins ist. Und da ging es um die APK, um die RPK. Leichtes Maschinengewehr, das ich absolut abfeiere, was richtig guten Damage hat. Eine etwas geringere Feuerrate, aber ein super Handling und ultraschnell nachlädt. Also wirklich wie so ein richtig geiler Hybrid aus einem Sturmgewehr und einem LMG. Wo ich beide Waffenkategorien mag. Die Waffe ist generell schon sehr stark. Ne? Zumindest die APK. Es gibt noch so eine, die weißt du, L86 meine ich. Die ist auch so in die Richtung. Ich habe jetzt keine hier, weil wie gesagt, ist nicht mein Char hier. Und ich habe nicht meine Ressourcen nicht, meine Ausrüstungsteile und so. Einfach meine Builds nicht zum Testen, ne? Aber die ist ähnlich. Die hat ein bisschen weniger Damage, dafür ein bisschen höhere Feuerrate. Irgendwie so. Auf jeden Fall höchstwahrscheinlich auch krass, das Ding. Aber hier, was sie damit gemacht haben, alter Vater, ich habe einfach mal hier eine neue Verlässlichkeit gecraftet, weil ich keine normale habe finden können. Mit Lebensenergieschaden hin und her. Also wirklich keine guten Mods drauf, noch nimmt man das große Magazin, weil ich das nicht bauen kann, weil das gelockt ist hier auf dem PTS. Aber die hat 30% Waffenhandling durch das benannte Talent. Und das ist eine Abart schlechthin, ne? Klar, Stürmer ist eh brutal, aber das, was die rausrutscht, komplett unoptimiert mit, was habe ich hier? 26% Crit-Chance, 93% Schaden durch. Es ist absolut gestört. Pass auf. Warte mal kurz die Stacks mal hoch. So. Also meines Erachtens hätten sie wirklich jede Waffe einzeln. Wenn sie schon die Mühe machen, dann hätte ich auch jede Waffe einzeln oder die Waffenkategorien ein bisschen besser beleuchtet. Weil dann hier komplett unoptimiert. Die haben sie nicht mehr alle. Die haben sie nicht mehr alle. Das ist total geisteskrank. Wenn du dann noch, keine Ahnung, da machen wir auch noch zu was. Das neue Talent hinter dir. Wenn du dann auf LMGs auch noch rumwürfen kannst. Alter. Und wie gesagt, das ist ohne externe Buffs und alles, ne? Das ist absolut gestört. Wer das noch anschauen möchte. Auf jeden Fall, das hier ist absolut gestört. Ich bin gespannt, ob das so bleibt. Gleiche gilt für das Talent. Also Leute, definitiv eine Waffe, die ihr nochmal besonders im Auge behalten solltet. Ich meine, der Buff für die LMGs, die meisten LMGs haben 20% mehr Damage bekommen, mehr Waffenschaden. Viele andere wurden extrem, ich meine, in den Patchnotes sind wir eh durchgegangen, da seht ihr das auch nochmal, was die da ein bisschen verändert haben. Aber wie gesagt, die 20%, die treffen auf die APK zu und das Ding war eh schon ein Monster und fährt jetzt im Beast-Modus durchgehend. Deswegen, ja, definitiv im Auge behalten. Das war's von mir. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Teil haltet. Was ihr generell von dem Teil haltet. Ich weiß, dass dazu einige damals, wie gesagt, ist schon her, ne? Die auch abgefeiert haben, die auch ganz cool fanden. Deswegen bin ich gespannt, was ihr von dem Buff haltet. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye.